Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Ich bin so froh, wenn der Sommer vorbei ist. Ihr glaubt das gar nicht. Ich meine, auf der einen Seite mag ich ihn schon, den Sommer. Ne? Ist schon schön draußen so. Ne? Man kann da bummeln. Man ist, es ist lange hell. Alles wunderbar. Und kann die Nächte dann vielleicht auch mal ein bisschen anders genießen und so. Aber wenn es so heiß wird, puh, alles, was über 25 Grad ist, muss man abschaffen. Könnte man abschaffen, echt. Auch kein Mensch. So, wobei wir hier bei uns in unseren Breiten geht es ja noch. Es gibt andere Länder, da würden die sich bei 25 Grad oder selbst bei 30 Grad noch, da würden sie sich drüber freuen, glaube ich. Die haben da ganz andere Probleme. Das ist mal amtlich. So, okay. Wir machen hier weiter. Fortfahren. Er lädt. Gut, wenn er lädt, lade ich auch. So. Ich sag so, ich habe mich mal so ein bisschen kundig gemacht. Was ich wahrscheinlich wisst, habt ihr das gewusst oder ich habe es wahrscheinlich auch gewusst und nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wir haben ja hier diese Relikte gefunden, Gott sei Dank. Und wir können diese Relikte eintauschen gegen entsprechendes Wissen bezüglich Technologie bei größeren Städten oder in größeren Städten. Wir haben doch da vorne irgendwo, ist auch so eine Stadt gewesen, meine ich, da gesehen zu haben. Da will ich mal hin. Wenn es irgendwie geht. Und uns hier nicht da vorne ist so ein Städtchen. Vielleicht haben wir ja da Glück. Und kriegen da die Technologien, die wir benötigen. Muss natürlich jetzt darauf achten, wie sieht es hier aus mit Wasser, wie sieht es aus mit Nahrung. Ne? Holz ist jetzt, glaube ich, erstmal nicht so ganz dringend wichtig. Aktuell, da ich erstmal sowieso nichts weiter bauen will oder muss oder wie auch immer. Aber wir müssen da hinten hin. Das sehe ich sehr stark, dass wir da hin müssen. Moment, ich gehe mal da so ein bisschen näher an unseren fliegenden Palast dran. Luftschloss, das war das Wort, was mir letztens, glaube ich, nicht eingefallen ist. Ja, unser Luftschlösschen hier. Was hier so vor sich hin dümpelt in der Luft. Mehr schlecht als recht. Ja, wir mal hoffen, dass wir da die Technologien auch finden können, erwerben können, die wir benötigen. Ja, nicht da irgendwie einen anderen Kram, mit dem wir nicht großartig was anfangen können. So, schnell merken, nicht waschen. Oh, hier gibt es einiges an Wasser. Das ist schon mal cool. Was ist das? Könnte Leben sein. Ich will da jetzt nicht großartig drauf rumklicken. Ich will hier nicht wieder Dinge auslösen, die ich dann hinterher bereue. Weil Sachen passieren, die ich nicht will. So. Kingdom of Rutula oder so ähnlich meine ich da gelesen zu haben. Das Königreich von Rutula. Ja. Schauen wir ganz kurz hier auf. Ah, hier sind wir. Aha. Wow. Okay. Schöne Strecke. So gesehen. Ja, kann ich jetzt hier Handel betreiben oder wie läuft das? Ich bin jetzt hier glücklich angekommen. Noch glücklicher, wenn der Vogel hier stehen bleiben würde. Hallo, Luftschloss. Wir sind an Ort unseres Dings angekommen. Ah, Moment mal. Habe ich jetzt hier vielleicht die Möglichkeit, aufgrund hier unserer Relikte zu sagen, hört mal, ich brauche hier Auftrieb. Nee. Antrieb, Sehnsüchte. Ja, toll. Ah. Königreich Rutula. Ja. Um die Prophezeiung zu erfüllen, muss Rutula mit uns verbündet sein. Ach, auch so was noch. Unsere Maschinen erfüllen die Menge mit Ehrfurcht und verschaffen uns eine Audienz bei der Königin. Immerhin. Wir können auch nach alten Entwürfen suchen, um mit Hilfe unseres Wissens wundersame Technologien daraus zu erdenken.
Ah. Unsere erste Ankunft in Rutula war entsetzlicher, als wir erwartet hatten. War das Königreich doch noch verfallener, noch verfallener, als jedes Gerücht erahnen ließ. Auszug aus anfängliche Aufregungen von Muluab, den zweiten Chronisten. Sie bitten uns um Hilfe mit einer Mission. Wir suchen nach Technologien, Entwürfe. Wir wollen mit Ressourcen handeln, Markt. Wir würden erstmal dieses hier versuchen. Wir suchen in den Tiefen unter Rutula nach Technologien. Wir müssen dafür bezahlen, sie ausgraben zu lassen. Und damit sie im Himmel auch funktionieren, müssen wir unsere Funde erforschen. Dennoch wären sie ein Anfang. Die Rutulaner hatten dem Wissen der Alten entsagt und waren damit nicht allein, wie wir noch erfahren sollten. Doch viele Plünderer würden Kopf und Kragen riskieren, um Trümmern für unsere Erforschung zu bergen, wenn wir ihnen nur ein seltenes Juwel versprachen. Auszug aus unserem Verstand zu erweitern von Muluab, dem zweiten Chronisten. Um unseren Verstand zu erweitern. Genau. So, Glashütte verwandelt in Glas. Sand. Normalerweise wird doch Glas aus Sand gemacht, wenn ich das nicht in Erinnerung habe. Quarz, Sand wahrscheinlich, irgendwie sowas. Arbeiter wohnen wegen der Abgase nicht gerne in der Nähe von Glashütten. Ja, die wollen alles Mögliche haben, die Leute, aber bloß nicht irgendwie die Nachteile in Kauf nehmen müssen. Das riecht hier unangenehm. Ja. Flügel erzeugen, also Auftrieb, um uns in der Luft zu halten. Moderate Kosten, kein Treibstoff, zwei Arbeiter, moderater Auftrieb. Liefert 10 Einheiten Auftrieb, oder ja, verbessert den Auftrieb um 10 Einheiten, wie auch immer. Baukosten 15 Holz, 5 Lehmziegeln und wir brauchen 2 Arbeiter, die wir da irgendwie, schwierig. Unterbringung kosten Kohle kaufen für 3 Dingenskirchen da. Ihr wisst schon, Relikte, wie auch immer. Ja, das wäre ja schon mal nicht das Verkehrteste. Ruder. Erzeugt Antrieb, geringere Kosten, kein Treibstoff, ein Arbeiter, weniger Tempo. Benötigt ein Auftrieb, Baukosten, bla 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 bla. Also 5 Holz, 5 mal Lebensziegen, eine Arbeitskraft und 2 davon. Wir brauchen aber Auftrieb. Das ist erstmal wichtiger. Wir können nämlich so gut wie nichts mehr tragen. Das heißt, wir nehmen erstmal die Flügel mit. So. Das wäre das eine. Dann hätten wir die Möglichkeit, da etwas zu machen. Wir fragen nach anderen Dingen. So, wie sieht das denn hier mit Missionen aus? Kann ich vorher speichern? Speichern wir eben. So, weiter geht's. So. Königreich und Bedürfnisse. Haben wir das schon? Nee. Ich glaube nicht. Jedenfalls nicht in der Form. Um das legendäre Königreich der Lüfte wieder aufzubauen, musst du dich mit allen 12 Königreichen der Lande verbünden. Ah, das war's. Genau. Erledige Aufgaben für sie, wie es das alte Königreich der Lüfte getan hätte und läute ein neues Zeitalter des Wohlstands ein. Vielleicht bekommst du für diese Bedürfnisse sogar etwas. Für diese Bündnisse sogar etwas. Meine Leseskills, das ist die Hitze. Ich schieb alles auf die Hitze. Um das glorreiche Königreich der Lüfte zu erneuern, brauchst du außerdem mindestens 150 Einwohner für den großen Rat. Ja, da war ja auch noch was. Erst dann ist deine Aufgabe vollends abgeschlossen. Hey. Okay. Ja, da war ja was. Mit den Königreichen und so weiter und so fort. Ja. Cool. Ja, dann sollten wir auf jeden Fall hier mit dem Königreich entsprechend weiter verhandeln. Die brauchen Hilfe. Warum geht's denn? Sie bitten uns bei einer wichtigen Sache um Hilfe. Die Königin erzählt, dass das große Gewächshaus verfallen ist.
wenn wir doch nur Ressourcen auftreiben und einen Teil unserer Arbeiter zum Wiederaufbauen entbehren könnten. Solche Missionen sind der erste Schritt, das Vertrauen eines Königreichs zu gewinnen und es schließlich mit anderen zu verbinden, um die Prophezeiung zu erfüllen. Die Königin und ihre Folge muten kaum majestätischer an als ihre Untertanen. Wäre da nicht das emporragende Goldblatt hoch über ihren Kopf? Es war offenkundig, dass unsere Hilfe ihr wieder zu mehr Erhabenheit verhelfen sollte. Okay. Aus Geschichten unserer Reisen von Mulab, dem zweiten Chronisten. Was ist eigentlich aus dem ersten Chronisten geworden? Baue das große Gewächshaus wieder auf. Wir entbehren die nötigen Materialien und Arbeiter. Die benötigen 10 mal Holz. Ich habe 14, ne? Da muss ich aber ganz dringend danach nachtanken. Ich tanke da mal Holz nach. Dann brauchen die 2 Lehmziegel. Da ist das überhaupt kein Problem. Und wir bräuchten. Wir müssten 2 Leute für eine Stunde entbehren. Ich glaube, das geht. Wir entbehren Materialien und Arbeiter zum Wiederaufbau des großen Gewächshauses. Wir müssen bis zur Fertigstellung in der Nähe warten. Das kriegen wir hin. So, ja, machen wir. Wir fragen nach anderen Dingen. Warum? Ich mache hier weiter. Nähe warten. Wir bleiben vor Ort. So. Ressourcen handeln. Erstmal nicht. Baue das Gewächshaus wieder auf. Ja, muss ich dafür jetzt noch irgendwas machen? Wir haben ja gespeichert. Zur Not könnte ich da an der Stelle nochmal. Alles klar. Ja, alles gut. Die machen schon. Das reicht, wenn man das einmal ausgewählt hat und dann geht das hier rund. Ich so in diese Richtung gucke, dann gucke ich in Richtung Aufnahmeprogramm und zu gucken, ob da auch alles vernünftig funktioniert. Und so. Ja, man ist hier ständig irgendwie mit den Augen unterwegs. Jo, dann würde ich als nächstes ganz gerne. Oh, das ist das Gewächshaus da hinten, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, da wird eifrig gearbeitet. Ich guck schon mal nach Bäumen. Sprich nach Holz. Ich sehe hier in der näheren Umgebung so erstmal gar nichts. Das sind keine Bäume. So, sieht cool aus. Das Gewächshaus ist fertig. Ausgezeichnet. Dank unserer Ressourcen und Arbeit wurde das Gewächshaus wieder aufgebaut. Im Zuge unserer Bemühungen. Oh, da geht's aber jetzt die Post ab. Unsere Bemühungen schließen sich einige Einheimische unserer Sache an und werden Teil unseres großen Rates. Das ist ja auch cool. Deswegen hier die Ballons. Doch das große Gewächshaus bleibt welk sein Hain verrottet. Die Königin bittet uns, einen Setzling bei den Goldbäumen von Kaldudaur zu suchen, um ihre einst üppigen Gärten neu zu sehen. Nie immer nur ein Auftrag, es geht dann immer nur weiter. Der genaue Standort dieser Bäume ist ein Mysterium. Doch ihr vermeintlicher Verbleib wurde auf der Karte markiert. Immerhin. Erst dann verstanden wir, warum die Königin das Gewächshaus brauchte. Sein atemberaubender Hain war ein Symbol der Einheit und die Rutulaner würden jeder Königin folgen, die ihm zur alten Pracht verhalf. Aus den Geschichten unserer Reisen von Muluab, dem zweiten Kunst. Natürlich. Die Lehmhütte kann ich weitermachen, weil da Lehm fehlt. Das ist erstmal unwichtig. Wir müssen den Goldhain finden. Ja, das machen wir auch. Ich escape mich da mal kurz raus.
So, wie sieht's denn aus? Wir haben ein bisschen Nahrung. Wir haben ein paar neue Leute. 13, wenn ich das richtig sehe. Wir bräuchten wahrscheinlich hier wieder ein bisschen Wohnraum, aber da reichen irgendwie meine Bäume nicht. Bäume. Warte. Königreich. Was soll ich mit den paar Dingern da? Das ist ja erbärmlich. Ist hier nichts? Du drehst dich da mal ganz kurz. Hilft ja nicht. Mal Gummi. Ja, da kann ich. Der würde vielleicht gerne, aber kann ich. So, Seo, ja, genau. Da war ja noch was. Bauen. Kann ich hier in den Bereich kaufen? Nee, gar nicht. Immer noch nicht. Da. Aber das bist doch hier jetzt. Flügel. Lalalala. Okay. Baukosten. Ja, mit Holz sieht es schlecht aus. Ich gehe da schon mal drauf. Vorschub läuft. Fertig in 2 Stunden. Bauen kann ich es nicht. Oder noch nicht, weil, ne? Ihr habt es ja selber gesehen. Da wird einiges an Holz benötigt. Und davon habe ich nicht so viel. Komme ich gar nicht mehr hier weiter? Irgendwas falsch mit der Steuerung? Hä? Okay. Also nur wenn sich hier unser Königreich, unser Luftschloss, sich in diese Richtung weiter bewegt, dann hätte ich auch die Möglichkeit, dann mich hier so irgendwie weiter zu schieben. Wald. Aber hallo. Wie alle Arbeiter beschäftigt. Achso, nicht so viel frei, ne? Okay. Na, 5 Stück sind überhaupt aber frei. Fliegen also auch dann direkt dahin. Ich muss also nicht unbedingt bis ganz ran mit meinem Königreich. Es reicht, wenn ich sozusagen in der Nähe bin und dann, ja gut, macht natürlich irgendwo Sinn. Die können ja fliegen. Gute Idee. Können dann halt eine entsprechende Strecke überbrücken. Aber ich denke mal, wenn ich näher dran bin, ne, dann sind, ist halt die Flugstrecke für die Flieger hier kürzer und dann geht das Ganze etwas zügiger. Vermute ich jetzt mal so ganz stark. Von daher würde ich mal sagen, hier ne, hin zum Wald. Damit die meine Leute so die Arbeit ein bisschen einfacher haben. Oder wenigstens der Anflug und der Rückflug entsprechend kürzer ist. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Denke ich mir mal so. So, 14 Bäumchen hätten wir schon wieder. Das ist cool. Sehr schön. Flügel erforscht. Erzeugt Auftrieb, um uns in der Luft zu halten. Moderate Kosten, kein Treibstoff, 2 Arbeiter, moderater Auftrieb. Sehr schön. Technologiebaum öffnen. So, dann haben wir das Thema jetzt auch schon mal so weit drin. Was könnte man denn sonst noch Sinnvolles machen? Hier. Erhöht die Effizienz um 33%. Das hört sich schon mal nicht verkehrt an. Lagerung. Das haben wir alles. Also, nein, der Lagerhaus habe ich noch nicht gebaut. Aber hier könnte man halt dann noch Dinge tun. Entsprechend. Auftrieb. Erhöht Auftrieb um 25%, erforscht in 8 Stunden. Let's go. Muss alles irgendwie an Auftrieb, was ich da entsprechend nutzen kann oder machen kann. In die Wege leiten. Moment, ich muss da mal ganz kurz näher ran ans Geschehen.
normalerweise, ich würde davon ausgehen, dass ich das gleich dann auf der anderen Seite auch machen kann. Von mein oder vielleicht auch nicht. Ja. Wenn ich das mal. Ja, meine ja. Muss ein bisschen näher ran. Jetzt ist mal hier auch nicht aus. Keine Neigung, zwei Grad zurück, 0 Grad nach rechts. Da habe ich natürlich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich dann da so was dann da brauche. Sich da irgendwo dran fest. Ich baue das erstmal hier so hin. Fertig ab. Mehr kann ich mir sowieso jetzt erstmal nicht leisten. Den anderen muss ich gucken. Sieht dann nicht mehr so schön aus. Ich habe an der Stelle die Akademie hingesetzt. Na gut, man könnte die versuchen zu switchen, ne? Wenn die hier fertig sind mit ihrer Arbeit, dass ich die dann erstmal woanders hin pflanze. Das müsste doch gehen. Bewegen. Genau. Kostet aber, glaube ich, Holz, wenn ich das richtig sehe, ja. Aber wäre eine machbare Lösung. Ja, Mann. Es bleibt interessant. Auf jeden Fall, es bleibt interessant. Ich habe noch 17. Moment, wo bin ich denn hin mit meinen Leuten? Ich muss hier noch weiter Holz versuchen zu erwerben. Das mal so auszudrücken. Ja, Dinge für die nächste Folge. Ich bedanke mich für euer Dabeisein, für dein Dabeisein, für euer aller Unterstützung, die ihr mir hier angedeihen lasst. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich muss sagen, Airborn Kingdom. Also macht jede Menge Spaß. Ganz gar keine Frage. Macht jede Menge Spaß. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja? Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da mit dem Ding in der Luft rumzuschippern und hier zu gucken, da zu gucken, zu sehen, wo kriege ich denn jetzt welche Ressourcen. Anders als wenn man das jetzt beispielsweise so von anderen Aufbauspielen. Ich sollte doch mal hier auf Pause gehen. Auch von anderen Aufbauspielen und dergleichen kennt, hat man halt keinen festen Ort, keine feste Erde ruht und wo man sich dann halt da irgendwie die Ressourcen ranschafft, beziehungsweise jetzt beispielsweise bei Bäumen dann auch selber insofern beschafft, indem man dann halt beispielsweise einen Förster hat, der dann aufforstet und so weiter und so fort, sodass also immer ein gewisser Vorrat an Bäumen vorhanden ist, der dann in Holz verarbeitet werden kann. Ihr kennt das. Wir haben das ja hinlänglich schon in anderen Spielen durchgemacht, wie da so die Möglichkeiten sind. Und was ich hier cool finde, ist dann auch, dass auch hier jetzt beispielsweise also das Holz nachwächst, dass also so automatisch, also nicht nur abgeholzt wird, sondern automatisch auch neu angepflanzt wird. Ja, auch mit dem Dickicht, ja, also die Nahrung, wenn man die einmal abgeerntet hat. Das Dickicht ist dann nicht weg, sondern da wächst dann entsprechend Nahrung nach. Das dauert dann natürlich eine gewisse Zeit. Und ich glaube, auch diese Oasen füllen sich wieder auf, wenn ich das richtig gesehen habe. Also man hat also zumindest so die Grundversorgung. Nahrung, Wasser, Baumaterial, zumindest was Holz anbelangt, ist dann immer wieder da. Klar, mit dem Lehm. Ich denke mal, wenn Lehm einmal weg ist, ist das Lehm weg. Schauen wir mal. Aber es gibt ja wohl einige Lehmquellen, die man dann entsprechend nutzen kann. Da müssen wir auch wieder hin. Ich gucke mal ganz kurz nochmal durch. Ja gut, wir müssen Wohnraum schaffen, das ist ganz klar. Wir haben noch ein bisschen Nahrung, wir haben noch ein bisschen was an Wasser. Da kommen wir noch eine Weilchen mit hin. Unser Auftrieb ist etwas besser. Könnte noch besser sein. Wir hätten halt aber Möglichkeiten, so wie ich das sehe. Ja, Kohle geht. Holz müsste man noch ein bisschen was machen. Und ja gut, mit dem Lehm, da muss ich auch noch machen. Gut, ja, wir haben dann diese Mission, die wir da noch abschließen müssen.
es gibt noch einiges zu tun. In der nächsten Folge und in allen weiteren Folgen, die dann noch kommen werden. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Genießt und nutzt die Zeit.